Halt, falsches Büro. Entschuldigt, beim falschen Büro. Dann Stufe 2 Dünger, Stufe 1 Dünger. Okay, ich muss also ganz viele von den Nahrungsdingern aufbasteln, damit ich jetzt halt auch Auberginen, Kürbisse und den ganzen Kram halt hergestellt bekomme. Ich kann aber das jetzt herstellen mit zweimal Superlegierung. Halt. Ja, das fehlt. Mist. Gut. Mir fällt gerade ein, ich habe hier hinten noch die ganzen anderen ungenutzten Kisten. Kann ich doch da erstmal das ganze Müll reinmachen. Dann würde ich das nämlich hier tatsächlich reinschmeißen. Alles, was in irgendeiner Art und Weise unsortiert ist. Und kriege mein Inventar dann relativ schnell leer. Biokunststoff, das war doch auch für irgendwas, ne? Wir werden es herausfinden. Auch wenn ich es immer wieder sage, aber es ist aktuell ja tatsächlich so, dass uns im Moment nur unser Strommangel bisschen einbremst. Sollten wir da nicht in irgendeiner Art und Weise Vorschub leisten? Ich weiß nur nicht wie. Ich könnte als einziges wirklich Sonnenkollektoren aufbauen, weil da könnte ich mir vorstellen, dass ich Aluminium bekomme. Aber bis ich an Uran komme, das dauert echt noch ein kleines bisschen. Oder ich gucke mir auch noch mal die Sachen an, die mit denen ich mich hier pimpen kann. Silizium, Osmium und die Superlegierung. Dann habe ich, glaube ich, das T4. Ja, T3 habe ich. Guck mal. Ich glaube, damit fange ich an. Das werde ich, glaube ich, als erstes tun. Silizium. Superlegierung hatte ich, glaube ich, nicht mehr. Nein, das müsste ich noch mal schnell herstellen. Ja. Und dafür brauche ich Aluminium und wieder den Inhalt von einem der beiden automatischen Schredder. Man hat so viel zu tun, dass man schnell die Übersicht verliert. Also ich zumindest. Ich verliere da sehr schnell die Übersicht, wie ihr merkt. Einmal überlege ich dieses, dann überlege ich jenes, dann überlege ich welches. Sortieren und Eisen. Nee. Eisen nehme ich mit. Denn das brauche ich ja. Warte mal. Das Dingen hier, der hatte doch einen Verbrauch von 8,5 Sekunde. Kann ich da einsparen? Ja. Indem ich die kleinen Bohrer downgrade. Also wegnehme. Weil ich produziere wesentlich mehr, habe einen geringeren Stromverbrauch. Ja, Problem ist nur, habe ich überhaupt noch welche von denen stehen? Nö, ich habe doch da gar keine mehr von stehen. Hat sich auch erledigt. Die habe ich doch alle abgebaut.
Mikrochip. Und T4. Supi. Dann haben wir das. Für die Beine brauche ich jetzt noch zweimal Superlegierung. Das heißt, zweimal Superlegierung heißt zweimal Aluminium. Hätte ich auch noch da. Die anderen Materialien habe ich, glaube ich, noch. Silizium, Eisen und Kobalt. Silizium. Kobalt. Und Eisen. Das Schwarzpulver. Hatte ich das jetzt in die Kiste gepackt? Ich glaube hinten, ne? Nee. Doch da. Ja. Und die Stiefel der ultimativen Beweglichkeit. In T3 gewandelt. Und? Ich weiß nicht, so der direkte Vergleich, der fehlt immer so ein bisschen, aber ich denke schon, dass es schneller ist, ja. Gut, was anderes habe ich tatsächlich nicht. Sauerstofftank, da trage ich das größte. Und hier haben wir auch alles am Maximum. Ja. Gut, gut. So, ich hatte vor, hiermit weiterzumachen. Okay, das heißt, wir werden jetzt als erstes das Aluminium uns schnappen. Silizium. Ja, Silizium. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich nicht hier mal eine schöne Treppe einfach dran mache. Das Fliegen ist zwar auch gut, aber oh, schöner wäre es ja, wenn da eine Treppe auch hochführen würde, ne? Damit hätten wir wieder einen minimalen Strompuffer. Hätten wir genug, um die Dinger herzustellen. Also hier die Nahrungszüchter hier, wie heißen sie? Nein, die nicht. Wo sind sie? Da. 15, nee. Nö. Okay, warte mal, oh, ich habe doch hier einige stehen. Die werde ich jetzt einfach anders bestücken. Und schon ist gut. Warte. Hier darf ich jetzt keinen Fehler machen. Denn ich brauche die guten Sachen ja auf jeden Fall. Pilze. Die werde ich jetzt mal benutzen.
Und Auberginen. Aber da hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet, dass ich hier die Auberginen und den anderen Kram nochmal brauche. Gut, dass ich das nicht weggeschmissen habe. Das war tatsächlich bei mir ganz hoch im Kurs. Ich glaube, das hatte ich sogar in einem der Folgen euch schon erzählt. Gucken. Algen. Ne, im Moment brauche ich Algen. Das heißt, ich muss tatsächlich so einen Algengezumpel herstellen. Und da brauche ich die Aubergine erst für. Gut. Da komme ich im Moment also nicht weiter. Strom, genau. Wie viel Kapazität haben wir drüber? 64. 64 haben wir. Für den Schredder bräuchte ich Uran. Uran haben wir nicht. Guck jetzt direkt nochmal nach der Rakete. Und die Legierungen. Ach, Aluminium. Merk's. Ach, das ist schlimm. Ich bin gerade voll Depri, weil ich gerade im Moment echt schwer ist, wie ich an die Materialien komme. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Ich habe noch ein Wrack. Könnte noch ein Wrack untersuchen. Ups. Nein! Puh. Das war Glück. Ich muss zum Wrack. Geht ja nicht anders. Auch wenn ich da keinen Bock zu habe. Oder beziehungsweise, ja, ich habe schon Lust, klar, aber es ist so... Kobalt einen. Magnesium, Silizium. Gut, das heißt, wir düsen zum nächsten Wrack. Dann nehmen wir jetzt aber die Grundausstattung mit. Das heißt, 3 Eisen, 2 Titan, 1 Silizium. Und ein Silizium. Plus eine Kiste. Und eine Kiste kostet uns 3 Eisen. Dann geht's los. Ab zu dem Wrack hinter der Höhle.
Also hinter diesem anderen Wrack davor. So, ich hoffe, ich habe dran gedacht, euch wieder den Weg zu ersparen. Und ich habe auf dem Weg hierhin wieder eine Kiste leer gemacht. Deswegen habe ich wieder volles Inventar. Oder halbwegs volles. Nö, schon voll das Inventar. Wie dem auch sei. Alles rein. Fertig. Und dann gehen wir jetzt gucken, was wir denn hier so Schönes haben. Ich glaube, hier waren wir nämlich definitiv noch nicht. Richtig schöne Kommandobrücke. Können wir hier alles auseinandernehmen? Nö. Können wir nichts auseinandernehmen? Links, rechts, wo gehen wir lang? Links. Gehen wir erst nach links. Du bist nicht zum Abbauen. Hier ist eine Leiter. Glaube ich. Jo. Okay. Auberginensamen. Könnten wir vielleicht, ja, hätten wir theoretisch jetzt hier direkt liegen lassen können, aber naja, gut. Das scheint ein echt großes zu sein. Hoffentlich verlaufe ich mich nicht. Oder finde nachher auch wieder zurück. Wenn mein Sauerstoff denn zur Neige geht. Da ist ein Uran. Nur Eisen? War ich hier schon? Jetzt mal. Nee, hier kann ich ja nicht, weil ich habe ja gerade das Eisen eingesammelt. Warum ist denn hier nur Eisen drin? Ach, das ist bestimmt, wenn man ganz am Anfang hier. Also wenn man noch wenige Ressourcen hat, dass man dann erst die Wracks abklappert und dann mit den Materialien sozusagen belohnt wird. Nee, Aubergine nehme ich nicht nochmal mit. Ach doch, die nehme ich wohl mit. Weil aktuell ist es ja so, dass ich die ja tatsächlich wieder brauche. Das haben wir. Den Stoff nehme ich auch mit. Ist immerhin der Stoff, aus dem die Träume sind. Pilzsamen. Und das war's. Dann habe ich, glaube ich, hier unten zumindest alles erledigt. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder raus. Wegen Sauerstoff und so. Gut, wie sieht die Ausbeute denn aus? 2 Mikrochips, das ist im Moment das, wo ich am meisten von habe, denke ich mal. Weil da kann ich mir neue Sachen herstellen. Und der Rest ist interessant, sagen wir mal so. Das heißt, weiter geht's. Links waren wir. Ich werde trotzdem noch mal gucken. Mit dem Klettern finde ich ein bisschen blöd, dass man da tatsächlich einmal nur auf eine Taste drückt und nichts weiter passiert.